Die Frage ist nicht, ob ihr Dark verstanden habt, die Frage ist, wann. Willkommen in Winden, einem Ort, an dem es immer regnet, man mit seinen Familienangehörigen schläft und keiner auf die Idee kommt, wegzuziehen. In diesem Video erkläre ich euch nicht nur das Ende der Serie, sondern auch, wie Jonas zu einer Mischung aus Deadpool und Freddy Krüger wurde und warum Ulrich mit seiner Ur-Urgroßmutter geschlafen hat. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir im Gegensatz zur Serie wirklich mal beim Anfang an. Am 1. Dezember 2017 startete die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes Netflix. Dark brachte Dunkelheit in die heimischen Wohnzimmer. Verblüffenderweise jedoch nicht nur im Heimatland selbst, sondern weltweit. Egal ob Frankreich, den USA oder sogar Indien. Dark ist ein voller Erfolg. Neben der genialen Optik ist Dark aber nicht nur eine der am besten verfilmten Zeitreisegeschichten aller Zeiten, da sie in sich schlüssig ist. Dark zählt auch mit zu den kompliziertesten Serien, die es so gibt. Um nicht den Faden zu verlieren, muss man sich ständig die Stammbäume einzelner Charaktere ins Gedächtnis rufen. Endlich wird der Zuschauer wieder gefordert. Denn es ist nicht nur entscheidend, wer, wie, wo, was getan hat, sondern vor allem wann und in welcher Realität. Wie bei Zeitreisegeschichten üblich, kommt es durch die Manipulation von Zeit und Raum oft zu Paradoxen. Widersprüche, die nach unserem allgemeinen Verständnis eigentlich keinen Sinn ergeben dürften, es aber dennoch tun. Ich bin du. So zum Beispiel das Bootstrap-Paradox und die damit verbundene Tatsache, dass Charlottes Tochter gleichzeitig ihre Mutter ist und Charlotte selbst auch noch ihre eigene Großmutter. In Dark geht es neben der durchdachten Zeitreisegeschichte in einer deutschen Kleinstadt um deutlich mehr. Im Laufe der Geschichte wird der philosophische Aspekt der Serie immer deutlicher. Die Serie kann als Parabel auf die Fehler mehrerer Generationen gesehen werden. So stehen Jonas und Martha für eine junge Generation kurz vor dem Umbruch zum Erwachsenwerden. Es stellt sich die Frage, ob sie die Sünden ihrer Eltern, die wiederum für die ältere Generation stehen, gerade biegen können. Oder aber treten Jonas und Martha in die gleichen Fußstapfen, begehen dieselben Fehltritte und sind dazu verdammt, die Fehler zu wiederholen und der Katastrophe weiter entgegenzusteuern. Überträgt man die Serie auf unsere heutige Gesellschaft, wäre die Explosion des Atomkraftwerkes demnach nichts anderes als eine drohende Klimakatastrophe. Ein Ereignis, welches in der Serie am 27. Juni 2020 eintritt. Hoffen wir mal, dass den Leuten, die etwas ändern wollen, bei Erfolg dann nicht dasselbe Schicksal ereilt wie Jonas und Martha. Und jetzt packt eure Regenjacke ein, vergesst nicht den Channel zu abonnieren, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkle bringen. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Eine philosophische Frage, die uns nicht nur immer wieder in unserem Leben begegnet, sondern auch in der Serie ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Das Bootstrap-Paradox besagt, dass ein Gegenstand, eine Information oder eine Person keinen natürlichen Ursprung hat. Sie befindet sich in einem unendlichen Kreislauf und ist daher eine Selbstschöpfung. So zum Beispiel H.G. Tannhaus Buch, eine Reise durch die Zeit. Im Jahr 1953 erhält er von Ulrich eine Fassung dieses Buches. Wort für Wort hat er alles übernommen und das Buch veröffentlicht. Eine Reise durch die Zeit, geschrieben von H.G. Tannhaus, bis es irgendwann wieder seinen Weg zurück zu seinem jüngeren Ich findet. Tannhaus hat dieses Buch gefunden, bevor er es überhaupt geschrieben hat. Es existiert, ohne wirklich erschaffen worden zu sein. Ein ewiger Kreislauf ohne Anfang und Ende. Ein Bootstrap-Paradox. Ähnlich ist es aber auch mit der Information in Michaels Abschiedsbrief, der Zeitmaschine selbst, Charlotte und Elisabeth Doppler oder zum Beispiel dem Pfennig. Das Ende von Staffel 2 hat bereits angedeutet, dass Dark noch deutlich komplizierter wird. Denn mit Zeit geht immer auch Raum einher. Neben den verschiedenen Zeitebenen gibt es nun also auch mehrere Welten. Eine Art verspiegelte Welt wurde übrigens schon ab der ersten Folge mit dem Intro angedeutet. So gibt es zum einen die Welt, die wir in den ersten beiden Staffeln präsentiert bekommen haben, in der Ada mit seinem Kult Sigmundus versucht, die Strippen zu ziehen.
Der Name des Kultes geht auf die Textzeile Sigmundus Creatus Est, der Weisheitsschrift Tabula Smaragdina aus dem 2. Jahrhundert zurück. Sie gilt als Grundlage der Alchemie und beschreibt die Erschaffung des Universums. Viel wichtiger für die Serie ist aber, dass in ihr die Idee hervorgeht, dass kleine und große Handlungen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Sigmundus Creatus Est. So wurde die Welt erschaffen. Adams Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Apokalypse ausgelöst und der Ursprung zerstört wird. Er glaubt, dass dadurch die ewige Zeitschleife außer Kraft gesetzt werden kann. Mithilfe der Energie der Apokalypsen beider Welten gelingt ihm am Ende der vorletzten Folgen zwischen den Zeiten sein Vorhaben auch. Allerdings ist Adam weiterhin am Leben und er begreift, dass jeder Schritt, den er getan hat, nicht dazu geführt hat, den Knoten zu zerstören, sondern zu erhalten. Das kann nicht sein. Denn er hat nicht verstanden, wer oder was wirklich der Ursprung ist. Falls ihr euch noch fragt, woher Adam seine Narben hat, gibt es dafür eine ziemlich klare Antwort. In der Serie wird gesagt, dass die Narben der Preis für die häufigen Zeitreisen sind. Das ist allerdings nicht ganz korrekt. Sie sind das Ergebnis der vielen Versuche, das Reisen durch die Zeit überhaupt erst möglich zu machen. Eine Andeutung, wie es dazu gekommen ist, sieht man ziemlich genau in einer Szene bei Dark. Als Jonas mittleren Alters an der Zeitmaschine arbeitet, trifft ihn ein Blitz und der zieht sich eine starke Verbrennung zu. Genau das muss etliche Male passiert sein und wir wissen auch, dass Jonas Jahre gebraucht hat, um eine Reise durch die Zeit möglich zu machen. So wurden immer mehr Teile seines Körpers mit Narben übersät. In der zweiten Welt existiert Jonas nicht. Hier übernimmt Marthas älteres Ich Eva mit der Gruppierung Erit Lux die Oberhand. Der lateinische Begriff steht übrigens für das Licht. Licht, welches ihr noch ungeborenes Kind, also den Ursprung, symbolisiert. Eva will den Ursprung schützen und strebt somit ein gegensätzliches Ziel zu Adam an. Alles muss so bleiben, wie es war. Das erkennt man auch deutlich, wenn Jonas und Martha ins Jahr 2052 in Evas Welt reisen. Hier treffen die beiden auf die ältere Martha 2.0 und Jonas erfährt, dass man nur eine Welt retten kann. Allerdings nur, wenn er seine Welt und vor allem seine Martha gehen lässt. Aber dafür musst du sie gehen lassen. Deine Martha. Deine Welt. Jedoch manipuliert die ältere Martha 2.0 ihn nur, sodass es wieder einmal dazu kommt, dass Jonas und Martha 2.0 ein gemeinsames Kind zeugen. Ihr Kind stellt die Verbindung beider Welten dar. Es konnte nur entstehen, weil sich Jonas aus Adams Welt mit Martha aus Evas Welt verbunden hat. Dieses Kind, genannt der Unbekannte, reist später durch die Zeit und bekommt mit Agnes ein Kind, Tronte Nielsen, der Vater von Ulrich Nielsen, aber auch der Großvater von Martha und Mikkel. Mikkel wiederum wird später der Vater von Jonas. Der trifft im Laufe der Geschichte auf Martha 2.0 und zeugt mit ihr einen Sohn. Der Unbekannte. Ihr merkt schon, es handelt sich hierbei um einen ewigen Kreislauf, der keinen Ursprung hat. Das sogenannte Bootstrap-Paradox. Der Konflikt zwischen Adam und Eva ist jedoch kein reiner egoistischer Kampf zwischen Gut und Böse. Diese plakative Ansicht würde der Serie gar nicht gerecht werden. Adam versucht mit aller Kraft einen Ausweg für die zu finden, die er liebt. Und Eva will vor allem eines: ihr eigenes Kind retten. Beide handeln also in ihren Augen selbstlos. Sie setzen sich für etwas anderes ein. Bei dieser Betrachtung gibt es allerdings immer wieder ein großes Problem. Adam und Eva sehen alles nur aus ihrem eigenen Blickwinkel und nicht das große Ganze. Und genau deswegen stecken Adam und Eva in einem unendlichen Kreislauf. Adam schafft es immer wieder, dass der Ursprung getötet wird und Eva gelingt es immer wieder, dass der Ursprung lebt. Dank Schrödingers Katze. Doch dazu gleich mehr. Der Unbekannte sorgt jedenfalls dafür, dass das Atomkraftwerk in Winden überhaupt gebaut werden kann. Auf die Zukunft. Und später dann, dass beide Atomkraftwerke in Adams und Evas Welt die Apokalypse auslösen. Dies geschieht alles auf Evas Befehl. Adam versteht nicht, dass der Versuch, den Ursprung zu zerstören, dafür sorgt, dass sich der Kreislauf immer wieder wiederholt. So verschmelzen beide Welten immer wieder miteinander.
Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Beide sind dazu verdammt, immer wieder die gleichen Fehler zu begehen. In diesem ewigen Kreislauf gibt es allerdings eine Möglichkeit, alles zu verändern. Die Zeit selbst ist diese eine Möglichkeit. Das Schlupfloch, wie es Eva selbst sagt. Während der Apokalypse bleibt sie für den Bruchteil einer Sekunde stehen. Das einzige Fenster, in dem die Kette aus Ursache und Wirkung außer Kraft gesetzt wird. Dieser Moment wird von Eva auch als Weiche bezeichnet. Dazu blicken wir auf Folge 7 zurück. Hier wird erklärt, warum Jonas und Martha 2.0 lebendig und doch tot sein können. Die Erklärung zu Schrödingers Katze. Laut Erwin Schrödinger ist es möglich, dass aufgrund des Wellencharakters in der Quantenwelt ein Atom gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen kann. Bis wir es durch unsere Betrachtung in einen definitiven Zustand zwingen. So befinden sich auch Jonas oder Martha 2.0 in zwei überlagernden Zuständen. Tod und Leben sind im Mikrokosmos gleichzeitig möglich. Es existieren mehrere Realitäten nebeneinander. So ist es am Ende von Staffel 2 so, dass Martha 2.0 Jonas Variante 1 rettet und ihn in Evas Welt mitnimmt. Dort schwängert er, und das ist jetzt sehr wichtig, ihr jüngeres Ich und stirbt kurze Zeit später. In einer anderen Realität kommt Martha 2.0 nicht zu Hilfe und Jonas Variante 2 schützt sich im Keller. Er wird älter, bis er schließlich zu Adam wird. Dieser Jonas war nie in Evas Welt und lernt Martha 2.0 erst viel später kennen. Ich bin nicht Martha. Diese Quantenverschränkung von zwei Realitäten sorgt aber nicht nur für zwei Varianten von Jonas. Sie bringt auch zwei Varianten von Martha 2.0 hervor. In einer Realität rettet Martha 2.0 Variante 1 Jonas Variante 1, nimmt ihn mit in ihre Welt, wo er später getötet wird, reist ins Jahr 1888 in Adams Welt, um dem älteren Jonas bei der Zeitmaschine zu helfen, und reist dann ins Jahr 2052, wo sie von Adam getötet wird. In der anderen Realität reist Martha 2.0 Variante 2 zwar auch in Adams Welt, wird dort allerdings von Bartosz aufgehalten. So bleibt Jonas Variante 2 dort und wird zu Adam, während Martha 2.0 Variante 2 Jonas Variante 1 erschießt und zu Eva wird. Also obwohl diese Variante von Martha Jonas nicht gerettet und in ihre Welt gebracht hat, hat es die andere Variante von Martha getan. Eine Variante von Jonas kommt so immer in Evas Welt. Da diese Quantenverschränkung für Martha jedoch erst nach der Weiche von Jonas passiert, sind bereits beide Varianten von Martha 2.0 schwanger. Durch diese Quantenverschränkung schafft es Adam zwar immer wieder Variante 1 von Martha 2.0 zu töten, Variante 2 gebärt allerdings immer wieder ihr Kind. Dieses Kind, was nicht nur Adam und Eva, sondern auch wir als Zuschauer immer für den Ursprung gehalten haben, ist jedoch nicht der Ursprung. Der Ursprung ist die Erfindung der Zeitmaschine in der Ursprungswelt. Um das zu begreifen, braucht es aber noch einen weiteren Charakter. Neben Adam und Eva dürfte wohl die wichtigste Figur in den Welten von Dark die ehemalige AKW-Leiterin Claudia Tiedemann sein. Jahrelang hat sie ihrer eigenen Tochter Regina kaum Beachtung geschenkt. Ihrer Liebe zu ihrer Tochter ist sie sich viel zu spät bewusst geworden. Umso mehr trifft es Claudia daher, dass Regina weder in Adams noch in Evas Welt ein glückliches Ende finden darf. Immer wieder tritt sie ihren vorherbestimmten Weg an, um letztendlich den Kampf gegen den Krebs zu verlieren. Regina ist also die treibende Kraft und Motivationsfigur für Claudia, denn sie will alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Tochter vor diesem Schicksal zu bewahren. Das wissen wir allerdings erst seit Staffel 3. Zuvor waren ihre Beweggründe noch ziemlich im Verborgenen geblieben. Gleichzeitig stellt diese Aufgabe auch die Weichen, um den ewigen Kreislauf in der Welt von Dark zu beenden. Allerdings weiß Claudia das noch nicht. In den ersten beiden Staffeln hat sie noch alles daran gesetzt, gegen Adam vorzugehen und das getan, was Eva von ihr verlangt hat. Denn Eva hat ihr versprochen, dass sie Regina retten wird. Genau wie alle anderen in Winden. Claudias Verständnis ändert sich jedoch, als sie ihrem Ich aus der anderen Welt gegenübersteht und sich während diesem Dialog an die erste Begegnung mit ihrer deutlich älteren Version erinnert. Aber wenn alles gelingt, dann wird sie leben.
Jedoch ist dieser Wunsch in den Zyklen zuvor nie wahr geworden, obwohl sie sich stets an die Aufträge von Eva gehalten hat. Erst in dieser Folge merkt Claudia, dass Eva sie nur benutzt hat, denn ihr älteres Ich hat ihr Ziel nie erreicht. Nachdem sie ihr Ich aus der anderen Welt getötet hat, beginnt ihre Suche nach der Ursprungswelt, in der ihre Tochter leben darf. Doch eine Frage bleibt. Woher weißt du von der Ursprungswelt? Das wird in der letzten Folge von Dark klar. Claudia sagt dazu selbst. Ich habe 33 Jahre in beiden Welten nach Antworten gesucht. Versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Zu verstehen, wie alles aus dem immer gleichen Stammbaum wieder und wieder geboren werden kann. Bis ich begriffen habe, dass wir nicht alle Teil des Knotens sind. Beide Welten sind ein Geschwür, das aus etwas anderem entstanden sein muss. Wenn man es entfernt, vernichtet man alles, was daraus geboren wurde. Aber hält das am Leben, was bereits in der Ursprungswelt existiert hat? All die Jahre habe ich gedacht, dass sie meine Tochter ist. Ich habe mir lange Zeit gewünscht, dass du der Vater bist. Aber es ist besser so. Sie ist nicht Teil des Knotens. Sie wird leben. Claudia ist 33 Jahre durch unterschiedlichste Zeiten und sogar Welten gereist, hat dabei aktiv gehandelt und die Konstellationen einzelner Familienstammbäume genau studiert. So wusste sie, dass Charaktere wie Jonas, Martha oder eben der vermutliche Vater von Regina, Tronte, nur durch den Ursprung, also dem Kind von Jonas und Martha, entstehen konnten. Aber da Tronte nicht der Vater von Regina ist, ist sie kein Teil der endlosen Schleife. Die Vergangenheit all der Vorfahren von Regina geht also über die Zeitschleife hinaus. So sind weder Claudias Eltern Doris und Egon Tiedemann noch Reginas Vater Bernd Doppler durch ein Paradox entstanden. Das gibt Claudia Hoffnung, dass es noch eine andere Welt geben muss, in der Regina überleben darf. Claudia erklärt Adam, dass man also doch etwas ändern kann. Er muss Jonas und Martha 2.0 in die Ursprungswelt schicken, damit dem Ganzen ein Ende gesetzt wird. Nur so wird die ständige Wiederholung gestoppt. Nur so kann Regina leben. Durch diese Veränderung entsteht eine neue Weiche, in der Adam derjenige ist, der Jonas vor der Apokalypse rettet. Gemeinsam reisen sie in Evas Welt und zum ersten Mal begreift Adam, dass wirklich etwas verändert werden kann. Er schickt Jonas zu Martha 2.0 und verhindert, dass sie mit dem gealterten Magnus und Franziska mitreist. Dadurch wird Martha nicht zu Eva und Jonas nicht zu Adam. Eine neue Chance tut sich auf, in der beide in die Ursprungswelt reisen. Diesmal geht die These. Am Ende ist jeder tot. Nur ein neuer Anfang. Nicht. Und Eva liegt mit ihrer Vermutung zum ersten Mal falsch. Du wirst sterben. Ich werde sterben. Und alles, was aus uns gewachsen ist. Auf schockierende Weise begreift Eva, dass der ewige Kreislauf nun gebrochen wurde. Am Ende der Serie erfahren wir, dass sowohl Evas als auch Adams Welt nie hätten existieren dürfen. Die dritte Welt kommt ins Spiel. Die drei hatte schon immer eine große Bedeutung in Dark. So gibt es drei Staffeln, jeder Zyklus geht 33 Jahre, in der Serie wird von drei Lebensphasen gesprochen, den Ursprung gibt es in drei Altersstufen, Jonas existiert in drei Realitäten und das Symbol der Triketta ist ein immer wiederkehrendes Element. Es ist der Knoten der Dreisamkeit, die Verbindung dreier Welten. H.G. Tannhaus Bau einer Zeitmaschine ist der wahre Ursprung des Übels. H.G. steht übrigens für seine Vorfahren Heinrich Tannhaus und Gustav Tannhaus. Außerdem kann es gleichzeitig eine Referenz an einen der einflussreichsten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten sein, der 1895 den Roman Die Zeitmaschine geschrieben hat, H.G. Wells. Da Dark schon immer einen starken religiösen Bezug hatte, kann die Ursprungswelt als das Paradies angesehen werden. Das Paradies, was Adam immer erschaffen wollte. Für ihn war es zwar immer die absolute Dunkelheit, aber nur, weil er nicht wusste, dass eine dritte Welt existieren könnte. Außerdem werden Jonas und Martha von Tannhaus Sohn Marek als engelsgleich beschrieben. Dein Sohn denkt, er hat ein paar Engel gesehen. Dieser Gedanke wird in der Serie auch visuell unterstützt. Denn als Jonas erschossen wurde und auf dem Knoten liegt, breitet sich der Stammbaum wie zwei Engelsflügel über ihn aus. Doch kommen wir zu Tannhaus zurück. Die Maschine soll seinen Sohn Marek, dessen Frau Sonja und seine Enkelin Charlotte retten. Ob es die Charlotte ist, die wir in der Serie gesehen haben, kann nicht zu 100% gesagt werden. Vom Alter wäre dies jedoch möglich. Tannhaus kommt zu dem Schluss, dass mehrere Realitäten nebeneinander existieren müssen. Wenn, wie bereits Einstein sagte, Zeit relativ ist und eben nicht vergänglich, dann muss es möglich sein, eine neue Realität zu schaffen. Als er die Maschine dann betätigt, kommt jedoch alles anders.
Anstatt seine Familie zu retten, teilt er seine Welt in zwei neue auf. Dann laufen etliche Zeitschlaufen ab, bis wir zum Ende der dritten Staffel kommen und Jonas aus Adams Welt und Martha aus Evas Welt in ihr Ursprungswelt gelangen. Sie können Marek davon überzeugen, zu seinem Vater zurückzufahren und verhindern so den Tod der Familie. Da es in der Ursprungswelt keine Knoten und Zeitreisen gibt, existieren jedoch nicht mehr die Personen, die durch das Bootstrap-Paradox entstanden sind. Dazu zählen Tronte, Ulrich, Magnus, Martha und Mikkel Nielsen, Elisabeth, Franziska und Charlotte Doppler, Jonas, Agnes, Noah und natürlich der Unbekannte. Stattdessen sehen wir zum Schluss Peter Doppler, Torben Wöller, Hanna Krüger, Bernadette Wöller, Katharina Albers und Regina Tiedemann. Wenn am Ende der Serie die Lichter ausgehen, bis sie schließlich doch wieder angehen, zeigt uns das, dass die Charaktere aus der Dunkelheit entkommen sind und ihre neue positive Zukunft beginnen können. Ein Happy Ending, jedoch nicht für alle. Und genau deswegen ist das Ende von Dark auch so zufriedenstellend. Showrunner Baran Bo-Odar und Jantje Friese ist es gelungen, eine mehr als komplexe Serie durchaus plausibel zu Ende zu bringen. Und das schaffen wirklich nicht alle. Wenn aber jemand denkt, Dark macht keinen Sinn und am Ende ist alles so wie am Anfang, dann ist er genauso ahnungslos wie Adam und Eva. Schließlich hat die Maschine von Tannhaus dafür gesorgt, dass zwei Welten erschaffen wurden, die in ewigen Kreisläufen eigene Ziele verfolgt haben, bis schließlich der ewige Kreislauf zerstört werden konnte, indem die beiden von Tannhaus erschaffenen Helden Jonas und Martha 2.0 in die Ursprungswelt gereist sind, um seine Familie zu retten. Eine Rettung, von der er nie erfahren wird. Wie Tannhaus Familie gerettet wurde, verlief zwar nicht so, wie er es beabsichtigt hatte, aber der Ausgang der Serie war von Anfang an sein Ziel. Die Erfindung von Zeitreisen wurde ironischerweise nur durch die Möglichkeit einer Zeitreise verhindert. Ein weiteres Paradox. Vielleicht haben wir es hier aber auch mit einer weiteren Quantenverschränkung zu tun. In einer Realität ist alles so, wie es sich Tannhaus erhofft hat, während in einer weiteren Realität Jonas und Martha 2.0 vor einem LKW aufgetaucht sind, der ausweichen musste und Marek, dessen Frau Sonja und ihr Kind Charlotte bei einem Unfall von der Brücke drängt. Das war sie, meine Analyse zu Dark. Ich hoffe, sie konnte euch etwas Licht ins Dunkle bringen, auch wenn eine Frage für immer bestehen bleibt. Wie zum Teufel hat sich Torben Wöller am Auge verletzt? Wenn ihr mehr solche Analysen sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Denn es gilt auch weiterhin. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean.